Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute Türchen Nummer 9 des Advent of Code Adventskalenders. Gestern Nummer 8 war ja dann schon eine Aufgabe, die durchaus Fantasie und Kreativität erfordert hatte. Und ich habe auch drei verschiedene Lösungsansätze gesehen. Zwei davon haben wir ja selber auf unserem eigenen Kanal entwickelt. Demgegenüber steht heute Türchen Nummer 9. Welches wieder eine ziemlich, eine recht geradlinige Aufgabenstellung ist. Ihr seht, ich habe es jetzt schon vorab gelöst, weil ich sehen wollte, was da auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde das ab jetzt auch künftig so halten. Ich löse das einfach vorweg und zeige dann die fertige Lösung. ja, wir sind jetzt in diesem Höhlensystem. Es gibt wieder irgendwelche hydrothermalen Schlote, Geysire, Vents, die Rauch emittieren, und wir versuchen jetzt eine Passage durch die Höhle zu finden, wo wir diesen Rauchschwaden ausweichen können, und der Rauch sammelt sich an der Höhlendecke, und die Tiefeninformation oder die Höheninformation der Höhlendecke wurde von unserem U-Boot abgescannt. Sie wird uns hier als ein solches Zahlenarray gegeben. Zweidimensionales Zahlenarray, X-Achse, Y-Achse. Jede einzelne Digit steht für den Höhenwert dort an der Stelle. Das heißt, es gibt 10 Abstufungen, 0 bis 9. In Part 1 geht es darum, globale und eindeutige Minimierer zu finden. Also Punkte, die in ihrer Nachbarschaft wirklich der kleinste Punkt sind. Hier wie die Nachbarschaft heißt hier horizontal und vertikal. Also, horizontal und vertikal. Die Diagonalen sind dabei nicht entscheidend. Und hier sind ja schon die vier in dem Anschaubeispiel die vier Minimalpunkte markiert. 0 ist kleiner 1, 0 ist kleiner 1, 5 ist kleiner 8, 8, 6, 6 und so weiter. Das dann aber natürlich für unseren individualisierten Input. Dieser da scheint ein Zahlenfeld von 100 mal 100 Digits zu sein. An der Stelle habe ich dann heute nun doch endlich mal das Paket NumPy zum Einsatz gebracht, weil hier fand ich das jetzt sehr gerechtfertigt, naheliegend diesen Höhlendeckenscan schlicht und ergreifend als Matrix abzuspeichern. Das heißt, ich habe eine Funktion, convert to array. Das nimmt eine Liste von Strings, also den Raw nach seinen Zeilen aufgesplittet, und konvertiert uns dann daraus ein Array. Und dann find all global minimizers oder all global minimizer nimmt so ein Array an und gibt eine Liste von Pos T zurück, also Position Types. Und beim Position Type habe ich mir definiert als ein Tupel von int int. passiert eben nichts Aufregendes. Ich gestochen oder direkt der Beschreibung nach folgend, gucke ich mir einfach alle Nachbarn horizontal und vertikal an, wobei ich natürlich unterscheiden muss, ist es ein Randpunkt oder ein Eckpunkt, und sind wir links am Rand, rechts am Rand, bla bla und so weiter. So, also ich suche raus nach vier Kriterien, die bis zu vier möglichen Nachbarn, die ein Punkt haben kann, und minimiere dann über diese Nachbarn und schaue mir an, ob der Punkt, den ich gerade in der Hand halte, kleiner ist als das. Wenn ja, wird er hinzugefügt. Das heißt, hier benutze ich im Übrigen schon eine Annahme, die in der Aufgabenstellung nicht weiter, sie wird nicht bestätigt noch widerlegt. Und zwar die Annahme ist, wenn ich jetzt hier ein Zahlenfeld hätte, so, ja, nehmen wir mal das als Beispiel, ja, dann 9876 geht bergab, nach 5 geht bergab, so, hier sind beide Vieren in ihrer Umgebung jeweils globale Minimierer, aber meine Funktion findAllGlobalMinimizer würde das nicht erkennen, weil er für diese vier findet, dass die vier gleich daneben genauso groß ist und umgekehrt. Ich kontrolliere hier wirklich nur nach strikt kleiner, also
Das würde mir gar nicht auffallen. Jetzt sagt aber die Aufgabenstellung auch gar nicht, ob das in ihrem Sinne auch genauso ein Minimalpunkt ist, den sie eigentlich haben wollen würden. Glücklicherweise tritt diese Situation aber auch weder im Beispiel noch in meinem individualisierten Input auf. Ich weiß aber eben nicht, ob das andere Leute betreffen könnten. Ich hoffe nicht. Also meine Funktion ist halt eben so geschrieben, dass sie das Anschaubeispiel löst und dass sie meine Aufgabe mit meinem individualisierten Input löst. Und ich bekomme keinen anderen individualisierten Input. Deswegen gehe ich davon aus, das ist ultimativ die Antwort. Aber wie dem auch sei. Also danach entscheide ich, ob ein Minimalpunkt strikt und eindeutig in seiner unmittelbaren Umgebung wirklich der kleinste Punkt ist, strikt der kleinste Punkt ist. Gebe das zurück und das reicht dann so aus. Und das löst dann auch schon Part 1. Ja, hier gibt's wieder, werden wieder Ressourcen angelegt. Ja, Resources, ich lege mir mein Beispiel-Array an, ich hole mir die Minimizer fürs Beispiel. Ich lese meinen Input ein. Zeuge mir Array und die Lows für meinen individualisierten Input. Dann kommt Part 1. Ich asserte, dass. Ach so, ja, also ich asserte, dass das Beispiel erfüllt ist. Hier kommt noch dazu, sie wollten die Summe aller sogenannten Risk Values, aller Risikos, wobei ein Risiko einfach die Summe der Minimalstelle ist, plus die Anzahl aller Minimalstellen. Oder genau genommen haben sie es so beschrieben, man nimmt die Minimalstellen, addiert eins auf und das ergibt dann das Risiko einer Minimalstelle und addiert alle Risiken. Wie dem auch sei, so oder so. Also das Beispiel wird erfüllt, das Assert greift und damit kann ich mir dann auch für meinen individualisierten Input meinen Risk Value berechnen, der dann im Übrigen 560 dann ist. Und für Part 2, da geht es jetzt darum, da möchte ich nochmal zurück in die Beschreibung. Da sagen sie jetzt, da wollen sie die sogenannten Basins, also die, also überall da, wo niedrigste Punkte sind, wobei hier auch wieder die Logik von niedrig und höchst irgendwie umgekehrt ist. Überall, wo ein niedrigster Punkt ist, da kann sich Rauch ansammeln in einem größeren Bassin. Und wir sollen jetzt alle diese Bassins berechnen und ihre Größe vermessen. Und ein Bassin ist so definiert, das sind eben alle anderen Werte um einen lokalen Minimierer herum, die also unmittelbar die, ja, alle anderen Werte drumherum, bis ich irgendwann auf einen neuen stoße. Ja, die neuen gehört nicht dazu und sonst eben alles, was kleiner ist als eine 9 und mit einem Minimierer in Verbindung steht. Ja, also von jedem Wert kleiner 9, von dem aus ich einen Weg zu einer Minimalstelle, hier 5 ist in diesem Fall eine der Minimalstellen, ich zeige das hier oben nochmal, hier, da war die 5 markiert. Diese 5, das ist die Minimalstelle, so also für jeden dieser Punkte muss gelten, ich muss einen Pfad finden, der mich zurück zur 5 bringt und entlang dieses Pfades, also ich muss mindestens einen Pfad finden können, gibt wahrscheinlich mehrere, ich muss mindestens einen Pfad finden können, auf dem keine 9 enthalten ist. Dann gehört ein Punkt zu dem Bassin dazu. Oder andersrum ausgedrückt, ich muss dann halt von der 5 mich so weit ausdehnen können, bis ich alle begrenzenden 9 erreicht habe. Und wenn ich dann alle Bassins identifiziert habe, soll ich die drei größten nehmen und deren Größe multiplizieren, wobei die Größe eines Bassins die Anzahl der Digits ist, aus denen das Bassin besteht. Also hier 8, 7, 8, 8, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 8 ergibt eine Größe von 14 zum Beispiel. Das sind auch zwei andere mit 9 und ein kleines Bassin mit einer Größe von 3. So, und die drei größten im Beispiel sind also 9 mal 14 mal 9, 1134. Auch das habe ich hier Part 2, auch hier 1134. Auch das erfüllt meine Implementation. Schauen wir uns mal an, was ist meine Implementation? Nachdem wir hier hatten, def find all global minimizer, kommt jetzt def evacuate into basin. So, diese Funktion
nimmt einen Punkt an, also eine Position, das heißt ein Tupel aus zwei Ints, das heißt eine Zeilen-, eine Spaltenkoordinate. So, nimmt also einen Punkt als Zeilen- und Spaltenkoordinate, nimmt das ganze Array und nimmt einen mutmaßlichen Basseng, der allerdings optional ist. Den muss man nicht setzen. Wenn er nicht gesetzt wird, dann wird er hier drin als eine leere Set initialisiert. Die Idee ist am Ende, dass in dieses Set all die Pores T, also all die Koordinaten reinkommen, die auch zu dem Basseng dazu gehören. So, was passiert als erstes? Also der Point, die Startposition, wird zerlegt in ihre Koordinaten I und J. So, jetzt bauen wir ganz analog zu der Find Global Minimizer die Nachbarschaft auf, to check list positions. Und ich gucke mir wieder an, muss jetzt wieder unterscheiden, ist es ein Punkt in der Mitte, ist es ein Randpunkt, ist es ein Eckpunkt. So, und dann sage ich jeweils, okay, guck dir den Punkt links daneben, rechts daneben, drüber und drunter, pack die mal alle in diese To-Check-Liste. Und dann am Ende gehen wir die Nachbarn in der To-Check-Liste durch und wir kontrollieren, ist der Nachbar kleiner 9 und ist der Nachbar nicht sowieso schon im Basseng? Und wenn das der Fall ist, dass der noch nicht im Basseng drin ist und aber immer noch kleiner 9 ist, dann wird er dem Basseng hinzugefügt und die Funktion ruft sich rekursiv selbst an genau diesem Punkt neu auf. Ja, deswegen heißt die Funktion evacuate into Basin. Weil eben von dem Punkt in alle Richtungen sich ausbreitend, muss ich das wie ein Gas vorstellen, als würde ich da selber eine Flüssigkeit oder ein Gas einlassen und gucken, bis wohin kann es sich dann ausbreiten, bis es die neuen Felder erreicht. Und am Ende wird dann also das Basseng zurückgegeben. Und das ist dann genau, was ich hier unten mache. Erstmal ein Beispiel. Ich erzeuge mir eine Liste, wo ich die Lows ist, hier die Lows X, ist immer noch, das ist die Liste der globalen Minimierer aus Part 1. Ja, ich gehe also alle Minimalstellen durch in meiner Liste, für Minimalstelle in alle Minimalstellen und sage, okay, dann evakuiere mir diese Minimalstelle mal in dem Array und von dem, was auch immer da zurückkommt, da kommt dann ein Set zurück, gib mir mal die Ausdehnung, die Größe dieser Set. Ja, also ich erzeuge also eine Liste mit den Größen aller Basengs. Und dann sage ich, okay, sortiert euch mal von klein nach groß. Und dann kann ich die drei größten, also die letzten drei, nehmen und einander aufmultiplizieren. Nun gab es auch hier noch eine Überlegung, die ich hatte, und ich möchte das auch noch mal kurz mit einem Beispiel ausmalen, weil mir ist es nicht passiert, aber ich kann nicht ausschließen, dass es anderen Leuten passieren könnte. Machen wir das jetzt mal hier wirklich offensichtlich. So, ja. Okay, ich habe jetzt mal hier also so ein strunzdoves Beispielfeld mir überlegt. Oder vielleicht mal nicht so gut daraus neunen zu machen. So, sagen wir mal, alles achten. So, aus Aufgabe 1 hätten wir identifiziert, das ist eine Minimalstelle und wir hätten identifiziert, das ist eine Minimalstelle. Und wenn ich jetzt jeweils das Basseng dazu berechne, dann ist alles, was wir hier sehen, Teil des Bassengs. Das heißt, beide Minimalstellen wären zwei Minimalstellen innerhalb desselben Bassengs. So, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten passieren kann. Mir ist es nicht passiert. Sonst könnte ich hier nicht einfach schnöde die letzten drei nehmen und aufmultiplizieren, weil die Gefahr besteht, dass das Vorletzte und das Letzte dasselbe sind. Ja, also man müsste dann nach dem Sortieren nochmal die zumindest irgendwie die letzten 3, 4, 5, 6 Basengs vergleichen, ob davon einige eigentlich identisch zueinander sind. Ja, weil ist ja klar, wenn ich diese 1 evakuiere, bekomme ich das Basseng. Und wenn ich diese 1 evakuiere, dann bekomme ich ein mutmaßlich zweites Basseng, was aber identisch ist zum ersten. Danach müsste man suchen. Musste ich nicht, also habe ich dafür auch keinen Code geschrieben. Und das hat jetzt für mich so funktioniert. Ja, dann das Gleiche, was ich für das Beispiel gemacht habe, dann gesagt, so. Okay, ich habe dann also asserted, die drei größten ergeben 1134.
Das ist auch noch so ein Knackpunkt, also nicht nur, dass es meinem individualisierten Input nicht aufgetreten ist, es ist eben auch im Beispiel nicht aufgetreten. Darum habe ich das dann auch so programmiert. Ich habe das dann einfach als Annahme aus dem Beispiel entlehnt und gehofft, dass es für mich gut geht, und es ist für mich gut gegangen. Genau. Da habe ich das selber also dann für meinen individualisierten Input gemacht und herausbekommen, das ist das Produkt der Größen der drei größten Basengs. Und das hat mir auch den zweiten Teil meines heutigen Rätsels gelöst. Und damit kommen wir wieder zurück zu dem fertigen Bild. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Wir sehen uns morgen und ciao, ciao.